Hallo Leute, ich bin's mal wieder. So, und diesmal machen wir weiter mit Methoden, noch nicht mit Klassen, weil wir zu Methoden noch eine coole Sache überhaupt nicht angesprochen haben. Und zwar kann man Methoden überladen. Das zeige ich euch gleich, was das bedeutet. Dazu habe ich jetzt hier einfach mal das von letztem Mal wieder aufgemacht. Das heißt zwar immer noch Hello World und so weiter, aber das ist ja nicht so wichtig. So, und jetzt möchte ich euch einfach mal kurz zeigen, was es bedeutet, eine Methode zu überladen. So, dazu können wir das hier schon mal rauslöschen. Und hier eine Ausgabe schreiben, ist ja egal, wie wir sie nennen. Na komm, was ist denn los? Jetzt. So, plus von 5 und 3. So, jetzt haben wir hier diese Methode, die einen Integer zurücknimmt und zwei Integer nimmt. Also das hier ist quasi das, worauf ich zugreifen kann, und das hier ist ja das, was sie zurückgibt. Also der Rückgabewert. So, jetzt kann ich mir da aber auch noch dieselbe Methode nehmen und einfach kopieren. Und jetzt habe ich hier diesen Fehler, dass ich die Methode ja zweimal habe und der Compiler weiß nicht, worauf er zugreifen soll. Wenn ich jetzt aber cool bin und hier noch zum Beispiel, oder machen wir es in der unteren Methode, einen dritten Integer reinpacke, dann meckert er plötzlich nicht mehr rum. Und das nennt sich Überladen von Methoden. Ich packe jetzt hier einfach noch ein plus 10 dran und ihr seht, die obere Methode nimmt zwei Zahlen und liefert mir das Ergebnis von zwei Zahlen zurück. Die untere, also das aufsummierte Ergebnis von zwei Zahlen, die untere hier nimmt mir drei Zahlen und liefert mir das Ergebnis von allen dreien zurück. Das ist ziemlich praktisch, weil jetzt kann ich mir aussuchen, welche ich nehme und muss dabei nicht angeben, welche das genau ist. Ich kann hier einfach 5, 3 und 6 auswählen und mein Compiler weiß automatisch, welche von diesen Funktionen ich jetzt gerade benutzt habe. Das heißt, das obere Ergebnis wird diese Funktion hier aufrufen und das untere Ergebnis wird diese Funktion aufrufen. Die sind jetzt inhaltlich sehr ähnlich, aber da kann ruhig was ganz anderes drin stehen. Zum Beispiel kann ich hier noch eine Ausgabe reinpacken. Sowas wie du hast die erste Funktion oder Methode benutzt und beim unteren lasse ich es einfach komplett weg. Und dann sehen wir hier, ich gehe zuerst hier rein und das hier ist der Methodenaufruf. Der gibt erstmal das hier aus und dann gibt er den Wert von a plus b zurück, was ja logischerweise 8 ist, weil ich hier mit 5 und 3 aufgerufen habe. Das habe ich euch ja letztes Video erklärt. Gibt es zurück und das wird dann hier ausgegeben. Das heißt, zuerst wird diese Ausgabe gemacht, dann wird diese Ausgabe gemacht und dann erst wird diese Methode hier drin aufgerufen, diese plus 536, und dann landen wir eben hier unten, weil der Compiler automatisch merkt, okay, ich habe hier drei Integers, also muss ich nicht diese hier aufrufen, sondern die hier unten. Und das Ganze ist eben überladen und ziemlich nützlich an für sich, weil wir dadurch eben auch komplett andere Sachen machen können. Ich kann mir jetzt hier nämlich auch ein Plus, mal sehen, ja, es ist noch im Zwischenspeicher, ein Plus definieren, das zum Beispiel nur einen Wert nimmt. Und dieser eine Wert wird dann, keine Ahnung, 20 aufaddiert, und das kann ich eben beliebig oft machen. Ich zeige euch da im nächsten Video dann, wenn es endlich wirklich um Klassen geht, zeige ich euch noch, was genau da eben der Vorteil von ist. Und ja, das war's an für sich schon. Ah doch, nein, halt, ich wollte euch noch, genau, noch was anderes zeigen. Und zwar kann ich hier nicht nur hier hinten überladen, sondern ich kann natürlich auch hier vorne überladen. Nehmen wir nicht den Float, nehmen wir den Double, sind wir gleich richtig drauf. Und tun hier auch zwei Doubles rein. Und jetzt möchte ich die eben aufeinander addieren. Das heißt, unsere Funktion plus unterstützt auf einmal auch Double-Werte. Das heißt, diese hier ruft diese Funktion auf. Und wenn ich jetzt hier eben mit Kommazahlen addieren möchte, wird nicht die Funktion hier oben aufgerufen, sondern die hier unten automatisch. Da kann ich auch natürlich Strings reinpacken, nur ist die Frage dann, wie addiere ich die? Das kann man natürlich auch mit ganz anderen Sachen machen, nicht nur unbedingt arithmetische Operationen, sondern ja, ganz verschiedene Sachen. Und ja, wie ihr seht, das ist ziemlich praktisch, da ich ja dann hier zum Beispiel auch noch weitermachen könnte mit ganz anderen Werten. Ja, und im nächsten Video werde ich euch dann eben zeigen, wie wir das machen. Das war jetzt ein sehr kurzes Video.
Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, bis die Tage mal. Ciao.